Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Los, Sehnen. Sühnen, leite mich. Riechst du das, Cheolbert? Ich denke schon. Ein leichter Duft von Gras? Nein. Die Luft riecht nach fernem Gewitter. Thor ist mit uns. Das die. Eva, Cheolbert. Hey, Evo. Ich erzählte dem Etheling gerade, dass Thor heute mit uns ist. Der Sieg ist uns sicher. Also, wie lautet dein Plan? In diesem Nest hat Ynir das Kommando. Also zeigen wir den Leuten mal, was passiert, wenn sich ein Dorf den Bretonen beugt. Wir legen es in Schutt und Asche und schneiden Ynir die Kehle durch. Oder, mein Junge? Ich will aufrecht kämpfen, nicht grausam. Das Aufschlitzen von Kehlen überlasse ich dir. Wenn wir hier erfolgreich sind, wird Cheolbert Aldermann. Erst ein Ätheling, bald ein Aldermann, eines Tages König. Oh, du steigst rasant auf, Bursche. Und ich will meine Stellung in Frieden antreten, Ivar. Bringen wir es hier und jetzt zu Ende. Er redet sogar schon wie ein Aldermann. Oh, mein Blut kocht. Lasst uns angreifen und eine Spur blutiger Asche hinterlassen. Wenn wir leise vorgehen, gewinnen wir mehr Zeit. Ich ziehe Raserei und Gebrüll vor, aber wie du meinst. Ich schleiche mich an. Wir wollen doch nicht jeden wehrfähigen Bretonen auf uns aufmerksam machen. Soll ich hier sitzen, sabbern wie ein Dorftrottel und warten, bis du fertig bist? Cheolbert, hör dir die Geschichten dieses alten Mannes an und wisch ihm den Sabber weg. Ich bin kein geduldiger Mann, Evo. Erledige diese Hunde leise und schnell. Sonst stoße ich dazu wie damals in Legrakester. Wir bleiben zurück und malen Runen in den Dreck. Aber spute dich. Mir kocht das Blut. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ein Nickerchen gemacht? Genug! Ich will Blut sehen! Ivar! Bei den Göttern, du bist ein tollwütiger Hund, Ivar.
Shalamti. Ich wünschte, irgendwer würde diese Bretonen von hier vertreiben. Zündet es an und brennt es nieder! Brennt alles nieder! Je mehr Soldaten ich hier erledige, desto weniger Männer hat Rodri. So leicht.
viel zu Ynir. Schrecklicher Bretone am Arsch. Schwächling! Dann sehen wir uns unsere Handarbeit mal näher an, Cheolbert. Komm mit, Eivor! Eivor! Hast du Cheolbert kämpfen sehen? Der besteht nur noch aus Eiern! Ich bin dankbar für den Sieg und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Cheolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode. Lach doch mal, wir haben gesiegt! Und ich hatte keine Freude dabei, Ivar. Eivor und ich sind hierfür gemacht, Bursche. Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und zerborstene Zähne. War das genug Blut für dich, Ivar? Wir haben genug vergossen, um Fenrirs Durst zu stillen. Und das reicht dir? Cheolbert, was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westbuch zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Das wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Ivar, nicht Rache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Heopedon. Du kennst Rodri nicht wie ich, Eivor. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Met. Nein, Ivar. Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um durchzuatmen. Oder angeln. Würdet ihr mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, um unser Blut abzukühlen. Gleich hier drüben. Ich verstehe Angeln nicht. Wo bleibt der Nervenkitzel? Ein Fisch hat keine Chance, mich zu töten. Hier ist eine gute Stelle. Lasst uns Aale angeln. Jolaf liebt Nesselsuppe mit frisch gefangenen Aalen. Ich angle nicht. Macht, was ihr wollt. Es scheint, als koche das Wasser. Da beißt einer an. Sieh ihn raus. Gut gemacht, Eivor. Ein Aal. Da beißt einer an. Sieh ihn raus. Noch ein Aal. Das reicht schon fast für eine Suppe. Da beißt einer an. Sieh ihn raus. La! Kordas! La! Kordas!
Das müsste reichen. Bischof Giolla wird sich freuen. Los, erzählen wir Iva von unserem Fang. Das hat länger gedauert, als das Dorf zu plündern. Wir haben Aale fürs Essen gefangen. Der Bischof wird sich freuen. Da kommt der Einfallspinsel. Ah, ein eigenartiger Brauch, um den Sieg zu feiern. Doch andererseits, war nicht auch Simon Petrus ein Fischer? Bischof, sei gegrüßt. Wir haben alles für eine vorzügliche Suppe. Danke, Cheolbert. Doch mein Herz ist schwer. So viel Zerstörung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Du hättest Cheolbert kämpfen sehen sollen. Er wird ein alter Mann mit Eiern. Rau und furchteinflößend. Ich sollte eher gut und gerecht sein, doch ich weiß das Kompliment zu schätzen. Ich ließ den Bretonen eine Nachricht zukommen. Ich bete, dass König Rodri offen ist für Frieden, trotz des Mordes an seinem Bruder. Es hat sich doch ausgezahlt. Sieh, wohin es uns gebracht hat. Die Bretonen winseln um Gnade wie wimmernde Welpen. Wir haben ein Dorf niedergebrannt, ja. Aber das garantiert keinen Frieden. Um ihn zu sichern, brauchen wir eine andere Stärke. Zurückhaltung. Unsere nächsten Schritte sind entscheidend. Nach allem, was in Quadfort geschah, ist klar, dass Iva sich bedeckt halten muss. Bedeckt halten? Nach allem, was ich getan habe, soll ich mich verkriechen? Der gute Bischof hat recht, Iva. Dein Herz schlägt für den Krieg, nicht für den Frieden. Leck mich, Wolfsmal! Ich kenne Rodri und die Spielchen, die er spielen wird. Das ist meine Warnung an euch. Wenn du es furzen hörst, ist das mein Willkommensgruß an das Schwein. Du hast seinen Stolz verletzt. Wenn du ein Heilmittel kennst, dann um Odins Willen, gib es ihm. Sein Stolz macht ihn schwierig und seine Wut unberechenbar, aber er macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ich glaube, ich jage ihm ein großes Wildschwein. Dann rösten wir es über dem Feuer und erzählen uns Geschichten vom Krieg. Das wird ihm gefallen. Bischof, wir müssen uns auf Rodris Ankunft vorbereiten. Ruf deine Männer und schlag hier ein Lager auf. Bald wird über Krieg oder Frieden entschieden. Aber nicht jetzt. Wir müssen warten. Ich hasse warten. Alles liegt in Gottes Hand. Wir können nur beten und für diesen Augenblick der Ruhe dankbar sein. Die Bretonen sind da! Der Augenblick ist vorbei. Hier entlang, bei der großen Eiche! Wo ist Cheolbert? Als zukünftiger Aldermann sollte er bei diesen Gesprächen zugegen sein. Er ging jagen. Ein Wildschwein, sagte er. Das ist schon eine Weile her, oder? Wir können nicht warten. Wir sollten jetzt Frieden schließen. Lady Angarad, sei gegrüßt. Wir kommen, um Frieden zu schließen. Wir freuen uns, das zu hören. Doch wo ist der große König? Er bleibt in der Feste auf mein Geheiß. Ich war in Sorge, er könnte Iva den Meuchler erzürnen. Wir haben den Meuchler in sein Zelt verbannt. Dass wir beide uns um kriegslüsterne Gefährten sorgen, zeigt wohl, wie ähnlich wir uns sind. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich sehe diese Gemeinsamkeit als einen Segen. Vielleicht können wir diesen Krieg also doch noch beilegen. Unsere Völker haben genug gelitten. Und dein Vorschlag lautet? Wir ziehen alle Soldaten hinter die althergebrachten Grenzen unserer Lande zurück. Wir bitten lediglich um einige Tage Zeit, um unsere Habseligkeiten aus der Feste Kausto zu schaffen. Im Gegenzug schwört ihr, alle Feindseligkeiten sofort einzustellen. Diese Bedingungen sind großzügig. Die Waffen ruhen. Sehr wohl. Gelobt sei der Herr für diese schnelle Einigung. Gott sei mit dir und deinem König, Lady Angarad. Nun denn, ihr habt einen guten Krieg geführt.
Lasst es nun zu einem dauerhaften Frieden kommen. Ich bin fassungslos, Eivor. Jahre des Blutvergießens wurden im Handumdrehen beendet. Das war ein schwieriger Weg, Bischof. Cheolbert muss die frohe Kunde erfahren. Berichtest du es ihm, wenn du ihn siehst? Ich suche ihn gleich auf. Verflucht treibt sich Cheolbert nur herum. Irgendwer muss es doch wissen. Hast du Cheolbert gesehen? Was kümmert es mich, wann der Ätherling kommt und geht? Frag jemand anderen. Ich suche nach Cheolbert. Hast du ihn gesehen? Als ich ihn zuletzt sah, schärfte er Pfeilspitzen. Eva, es ist vollbracht. Frieden, ja? Und jetzt scheißen sich alle vor Glück in die Hose. Wenn nicht vor Glück, dann vor Erleichterung. Hast du Cheolbert gesehen? Ich will ihm die frohe Kunde erzählen. Er wollte vorhin mit mir jagen gehen, doch ich war nicht in Stimmung. Hey, Eivor! Hast du Cheolbert gesehen? Mein Bruder hat ihn gesehen. Der ist sternhagelvoll, was? Um den Frieden zu feiern. Hat schon früh angefangen. Wach auf! Hm? Wo ist Cheolbert? Cheolbert? Hat niemand hier Cheolbert gesehen? Nur Erdränger. Und du wirst warten müssen, bis er ausgenüchtert ist. Was denkst du, wie lange es dauert, bis er wieder sprechen kann? Ein paar Stunden sollten reichen, außer du findest einen anderen Weg, ihn aufzuwecken. Irgendwie muss ich den Trunkenbold doch wecken können. Ich suche nach Cheolbert. Und deshalb soll ich brennen? Bei Suts Feuerschwert! Wenn's dir so wichtig ist, der kleine Halbstarke ist Wildschweine jagen gegangen. Ja, das weiß ich. Aber wo genau? Richtung Süden. Mehr weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich dem Fluss in Richtung Wald gefolgt. Das reicht für den Anfang. Danke. Eva, es ist voll. Wenn nicht vor Glück, dann vor Erleichterung. Ja.
Was siehst du, alte Freundin? Was ist hier geschehen? Das sieht nicht gut aus. Blut. Von Chilbert? Oder von einem erlegten Tier? Chilberts Bogen. Wieso? Tierspuren und Blut. Nicht von einem Schwein. Ein Wolf, der etwas durch den Dreck gezogen hat. Gilbert! Bei Freyas Tränen. Gilbert, du lebst. Bleib ruhig. Du bist schwer verletzt. Ein Drache auf dem Griff. Götter, das bretonische Wappen. Atme weiter, Junge. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bringe dich zu den anderen, um dich zu verabschieden. Ich bringe dich zu den anderen. Ganz vorsichtig. Schone deine Kräfte.
Herr Ivo, ich... Ruhig, Gilbert. Wir sind bald unter Freunden. Das geht schneller. Einfach atmen, Gilbert. Wir sind gleich da. Hilfe! Eva! Djolaf! Bei der Hand Thors! Ist das der Äthling? Eivor, was ist geschehen? Nein. Nein! Du törichter Junge, was hast du getan? Ich habe ihn tief in einer Höhle gefunden, von Wölfen umringt. Eva... Ruhig, Bursche. Ganz ruhig. Eva... Gib mir eine Axt, und zwar sofort! Eva, er ist tot. Eine Axt! Sein Gott wird ihn zu sich nehmen, auch ohne Axt. Dann geh du zu deinem Gott, Junge. Und ich singe für dich in Valhall. Das war kein Wolf. Sag mir, was geschehen ist. Das waren Bretonen. Diese Klinge steckt in seiner Brust. Ein bretonischer Dolch. Rodri! Aber warum? Du hast seinen Bruder ermordet. Dachtest du, er würde es dabei belassen? Ich hab dir gesagt, wie hinterhältig er ist. Frieden war nie sein Ziel. Er will Blut für Blut. Bischof Diorlaf, hier drüben! Die Mauern seiner Feste vermögen ihn nicht zu schützen. Ich treibe ihm diesen Dolch in die Lunge. Dann müssen wir uns beeilen. Zuschlagen, ehe Rodri mit dieser Heimtücke davonkommt. Diesmal keine Gnade, Wolfsmal. Diesen Dunghaufen Leofrid hast du verschont. Rodri kommt nicht davon. Das schwöre ich. Gütiger Gott, was ist geschehen? Gilbert! Ermordet. Möge der Herr, der dich von der Sünde befreit, dich retten und zu sich nehmen. Schick die Leiche zu seinem Vater. Er wird ihn köstlich bestatten wollen. Königin Angarad sagte, Rodri hätte sich in der Feste Kausthof verschanzt. Das war entweder eine Lüge oder ein Versehen. Wir sollten es herausfinden. Wir können unweit der Feste ein Lager aufschlagen und sie gemeinsam auskundschaften. Ein guter Plan. Wir gehen sofort. Gut. Und denk dran, Rodri gehört mir. Ist das der Echo? Eine Lösung geben. Ich würde mir gern Rätsel aufgeben, dass es keine Lösung gibt. Doch. Nein. Hier ist eine Lösung.